Und damit willkommen zurück zu Mario Kart 8 Online. Ja, hier auf dem Sonnenflughafen. Ich will ja nicht sagen, dass das gerade in der Auswahl der absolute Favorit war. Aber ja, war der absolute Favorit. Und ich bin sehr zufrieden damit, denn es ist eine sehr schöne Strecke. Muss man ganz ehrlich sagen, das ist eine schöne Strecke. Ich mag sie sehr gerne. Ja, sie ist zwar ein bisschen alt, weil es immerhin eine der allerersten Strecken, aber ja. Ah, Driftbug. Aber dennoch, bis heute eine sehr schöne Strecke und... Ach, ich wollte schon sagen, sind wir nur zu 11, aber wir sind zu 12. Ja, das ist jetzt eine sehr spontane Aufnahme, die ich ein bisschen unter Zeitdruck mache. Also kann gut sein, dass wir heute nur 4 Runden machen, denn es ist jetzt am Freitag 17 Uhr, meine Nase. Kratzen. Und um 19 Uhr muss ich weg, ja, und ich muss eigentlich noch einen Zelda-Part aufnehmen. Wer den letzten Zelda-Part gesehen hat, weiß vielleicht, dass ich so ein bisschen out of Vorrat bin. Ne, hat man gleich mitbekommen. Und ja, sagen wir mal so, ich habe auch schon in der Nacht aufgenommen, den Part von gestern und den von heute. Also den, den ihr heute am Samstag um 19 Uhr seht. Den würde ich jetzt gerne am Freitag noch aufnehmen, bevor ich ins Kino gehe. Ja, ich gehe tatsächlich ins Kino. Ich gucke Deadpool mit Freunden. Oder einem Freund. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wer kommt. Also, ich fahre zu Fabio und ich weiß jetzt nicht, ist seine Freundin da? Kommt Manuel und ja, die alte Veganerin hat abgesagt. Sie hat Nackenschmerzen. Also wir, ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele wir sind. Also entweder sind es nur Fabio und ich, Fabio Manuel, Fabio sein Freundin, Fabio sein Freundin und so weiter, ja. Ich war, ihr wisst schon. Wäre aber schön, die mal wiederzusehen. Die habe ich alle ganz lange nicht gesehen. Und bitte werf deine Scheißbombe nicht. Danke. Ja. Und bitte ramm mich nicht. Leck mich am Arsch. Oh, Pippa. Ja, also wie gesagt, ein bisschen Zeitdruck. Also, ich habe auch nicht wirklich ein Thema mit, außer dass ich Deadpool gucke und ich... Oh Gott. YouTube Shorts, ne? Die haben mich so gespoilert. Gefühlt kenne ich schon den ganzen Film, also wirklich. Macht mich nicht glücklich. Aber der Film soll halt wirklich sehr gut sein. Also Fabio und Manuel, die beiden haben den schon gesehen. Also wenn die den jetzt ein zweites Mal noch gucken wollen. Oh, das muss was heißen. Das muss wirklich was heißen. Fabio ist nicht so der, ich gucke Filme, die ich mag, öfters im Kino, so wie ich. Also ich mache das hin und wieder mal, aber ich bin auch eher so der, einmal gesehen, gut, ich warte auf Blu-ray, fertig, tschüss. Also es war, gibt schon Ausnahmen, so wie den Mario-Film, den habe ich ja zweimal gesehen, oder mir fällt so spontan nichts ein. Obwohl doch, Rapunzel neu verföhnt. Nächstes Rennen. Oh, ich bin gerade in Panik geraten, mein Bildschirm ist schwarz geworden. Ja, ich hätte meine Maus bewegen sollen. Die habe ich jetzt ganz panisch geruckelt, bevor das Rennen angeht. Wir sind übrigens auf der Rainbow Road vom N64. Wie geht's? Ja, ich habe nicht so wirklich ein Thema mitgebracht. Obwohl doch eine Sache könnte ich erzählen, die ist eigentlich ganz lustig. Ich war gestern Schuhe kaufen und danach bei McDonald's, da hatte ich den M. Der ist jetzt, also nur kurz Review. Der ist jetzt nicht wirklich was Besonderes, kann man halt machen, er ist halt ein bisschen größer als andere McDonald's Burger, das ist so sein Vorteil, aber sonst, ja, ist halt nichts Besonderes, ist halt ein Burger, ne, so, verstehst du, ne? Kann man machen, muss man aber nicht. Muss man halt wirklich nicht, aber ja, ganz nett, dass es ihn gibt, ganz nett. Auf jeden Fall, da habe ich mir dann noch so, ich hatte dann noch eine Pommes-Packung über, die habe ich dann mitgenommen, also nicht die Packung, nicht. Hat den Hunger an der Was ist das? Ich habe die Pommes in die leere Nugget-Packung von meinem Bruder gepackt. Die wollte ich eigentlich gestern Abend essen. Um Mitternacht ungefähr. Ja. Dann habe ich gemerkt, scheiße. Dann bin ich in die Küche gegangen und gucke den Kühlschrank. Also erst gucke ich auf den Tisch. Okay, die stehen nicht auf dem Tisch. Das heißt, die müssen im Kühlschrank sein. Mach den einen Kühlschrank auf. Hier sind die nicht. Komisch. Gucke ich im anderen Kühlschrank. Ich mir so, oh nee. Nicht, dass meine Mutter die weggeworfen hat. Dann gucke ich im Mülleimer auch nicht. Mama, wo sind die Pommes? Keine Ahnung, hast du die mit reingenommen? Scheiße. Ja, die Pommes liegen noch im Auto. Ja. Aber in der Nacht ist es halt eisig kalt hier. Ja, die müssen noch frisch sein. Die müssen noch frisch sein. Die essen nachher, wenn ich losfahre. Also mit ich losfahre, meine von meiner Mutter gefahren werde. Ja. Ich habe keinen Führerschein. Ich habe gestern meinen alten Fahrlehrer getroffen. Das wollte ich nur mal kurz erwähnen. So.
So, nach hinten spammen, sehr schön, Sechster. Gut, die Strecke haben wir dann auch mal schnell rumbekommen, plus 8. Dit schmeckt, dit ist lecker. Nicht so wie der M, der ist nur okay. Ja, nächstes Rennen. Oh nein! So, weiter geht's auf Bowsers Festung, meiner absoluten Hassstrecke in 200cc. Ja, ich würde gerne den Raum wechseln, so. Darf ich? Nein? Ich muss hier bleiben? Ja, scheiße. Ja gut, dann machen wir das mal kurz. So, fangen wir mal mit dem nächsten Thema. Ich will nicht in die Lava fallen. So, das auch. Ich hasse das. Ich wollte eigentlich gerade über das eine Thema reden, das ich hatte. Ich war am Mittwoch im Multima-Watt-Forum. Das ist bei uns in der Gegend. Das ist also in der Gegend auch nicht wirklich. Also liegt ist hier in Nordfriesland, in Tönning. Das ist, ja, wie beschreibe ich das? Museum, Bildungsstätte, Aquarium, irgendwas, so irgendwas dazwischen. Da war ich als Kind zweimal und das fand ich eigentlich ganz cool. Also die Fische, der Rest war mir eigentlich fucking egal. Ne? Seien wir mal ehrlich, ich wollte nicht sehen. Das hält mir meine Tante bis heute vor. Da bist du einfach durchgerannt! Dann haben mein Bruder und ich gesagt, dachte so, boah, lass da mal hin. Und meine Mutter so, ja, komm, lass da hin. Also unsere Mutter. Meine Tante hat das dann mitbekommen und sagt, na, ihr rennt ja doch bestimmt wieder nur durch. Ja, weil wir in den letzten 12 Jahren gleich geblieben sind. Genau, ich bin immer noch so wie mit 8. Der Stern hielt übrigens kaum. Natürlich kriege ich solche beschissenen Beschleunigungs-Items, die mir hier einfach nichts bringen, weil ich mit deren Hilfe in die beschissene Lava fallen werde. Naja, ich hasse 260. Oh Gott. Ja, wir waren da. Ich habe tatsächlich mir sogar die Museumskacke durchgelesen. Ich stand da und habe mir die Texte an der Wand gelesen. Genau. Ich. Aber vor allem Fische geguckt. Wir haben da so ein ganz großes Becken mit Fischen. So ein bisschen wie so ein Kino, so mit verschiedenen Sitzreihen und alles. Und zweimal die Woche ist da eine Fütterung von so einem Taucher. Das fand ich als Kind voll cool. Und ich lag dann auf jeden Fall die Nacht vorher im Bett und dachte mir so, Moment mal, das ist das Die Fütterung ist doch immer donnerstags, wenn ich mich nicht irre. Wir fahren am Mittwoch. Yay. War doch klar, dass ich hier letzter werde. Ich hasse die Strecke, ich komme 200cc nicht zurück. Minus 12, lecko mio. Leck mich fett. Ja, ich schaffe jetzt wieder auf 150cc. Nächstes Rennen. Nice. So, weiter geht's auf dem Gebirgsfahrt meiner Strecke in der Auswahl. Die meiste war für Regenbogenboulevard. Und ich bin froh, dass wir jetzt meine Strecke fahren, ne? Ne, freue ich mich. Ja, und jetzt überlege ich mal so, was könnte ich denn noch so erzählen, weil ich habe halt wirklich nichts vorbereitet und das ist so eine, ich stehe unter Zeitdruck, Sache hier gerade, das ist blöd. Ja, ich habe bald keine Ferien mehr, ich muss wieder zur Schule, am Dienstag oder Mittwoch, bin ich mir nicht sicher, weil, das ist voll lustig, unsere Lehrer haben direkt, ich bin mir nicht mehr sicher, den ersten oder die ersten beiden Tage nach den Ferien, danke für die Münze. Eine Fortbildung. Das heißt, wir haben ein bisschen länger Ferien und das gefällt mir an sich ja schon recht gut. Würde ich mal so in den Raum stellen, ne? Ja, aber dennoch, am liebsten würde ich schon zu Hause bleiben und chillen, weil das macht Spaß und ist fair. Nicht so wie die große Krabbe, ne? Ja, eher so. Ja, einerseits, ja, ich freue mich wieder los zu sein, aber andererseits, nee. Ich würde gern zu Hause bleiben. Ja, weg mit deinem Bananen. Okay, er hat meinen Panzer genommen. Mit seinem Bananen. Geh mir weg, du Lümmel. So, er mit dem Doppel-Item. Okay, ab zurück auf die Strecke. So, neues Doppel-Item, wie per das Dial. So, gut. Ja. Das Gute auf jeden Fall an der Schule ist, wenn Sommerferien vorbei sind, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, bald ist Herbst. Dann ist es kühl, weil die letzten Tage hier sind einfach nur fucking warm. Und das mag ich nicht. Und ich habe Haare im Gesicht, das mag ich auch nicht. Ich freue mich schon auf jeden Fall auf Herbst, Halloween und hast du nicht. Scheiße, aber gesehen. So.
jetzt noch einen guten Platz rausholen. Das wollte ich nicht. Gut, ich habe immerhin jetzt noch die drei hier, die kann ich mir versuchen aufzusparen. Oder ich hole mir jetzt ein Doppel-Item und hoffe auf Glück. Ich habe Glück. Mehr oder weniger. Eher weniger. So, press den Panzer. Gib mir jetzt noch was Gutes. Zieh, Daisy, zieh. Aha, Achter. Ich hab's geschafft. Ich bin noch Achter und ich hab Haare im Gesicht. Geil. Minus 3, yay. Wir sind aber immer noch so ein bisschen im Plus, würde ich sagen. Ja. Und ich würde auch mal sagen, da ich so ein bisschen im Zeitstress bin, hoffe ich erstmal, dass ihr mein dummes Gesabbel verzeiht. Und andererseits sage ich, das war's dann auch schon wieder von diesem Part. Ich hoffe, er hat euch dennoch gefallen. Bis zum nächsten Mal, dann wieder mit normalen 5 Strecken. Haut rein und ciao!